Ja, hallo, hier sind die Freshbox. Das sind Moritz, Rebecca, ich, Lilo, Viola, Olivia und Enno. Und ich würde mal gerne mit einer Frage starten. Wer von Ihnen kennt das Problem, wenn man nach einem Arbeitstag nach Hause kommt, eigentlich nichts mehr machen möchte und dann fällt einem ein, Mist, ich muss noch einkaufen. Ja, dafür hat unser Projekt jetzt eine Lösung gefunden. Und wie das funktioniert, erklärt jetzt Olivia. Ja, also das Problem, das ist so konzipiert. Wir haben eine Webseite. Unser Kunde geht auf die Webseite und möchte zum Beispiel Äpfel bestellen. Warum auch immer, aber er möchte Äpfel bestellen. Also ich entscheide mich jetzt mal für die Bostock-Äpfel und sage, ich möchte 3 Kilogramm bestellen. Dann gehe ich auf meine Kasse und könnte mich jetzt hier einloggen und die halt bezahlen. Ich glaube Äpfel, weil man weiß, ach, ich kann immer schlafen. Und dann wird die Bestellung abgeschickt und dann geht das zum Produzenten. Der Produzent nimmt die 3 Kilo Äpfel, leider passen sie wenig in unseren Mini-Kühlschrank rein. So, und die werden dann vom Supermarkt da reingepackt, der ist gekühlt und sozusagen wie eine gekühlte Päckchenstation, Packstation. Ja, da werden die reingepackt und dann erhält der Kunde einen Code, mit dem er sich dann, wenn er zum Beispiel von der Arbeit kommt, die Äpfel abholen kann. Oder auch jedes andere Produkt, was halt auf der Webseite verfügbar ist. Also die Boxen sind so gelegen, dass sie immer an großen Verkehrsstraßen oder Tankstellen sind, also wo man halt nach der Arbeit auch öfter lang fährt, also halt an offenen Wegen. Da geht man hin, holt, macht, geht da ran und holt sich das ab. Das wird maximal 2 Tage gelagert, nach 2 Tagen geht es dann, also nach 2 Tagen ist es dann irgendwann bald aufwächst und dann geht es dann an die Tafel. Damit halt nicht irgendwie, wenn ich mal vergesse, mein Obst abzuholen, dass das dann halt nicht unnötig da drin verschimmelt. Genau, dafür haben wir einmal als Beispiel die Box mit dem Lasercutter ausgeschnitten. Wir haben auch ein schickes Logo. Ja, der zeigt nochmal das Logo. Haben wir auch schon entworfen und dann haben wir noch die Website entwickelt. Genau, und bestimmt fragen Sie sich jetzt, warum dieses Projekt und wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen. Erstmal haben wir uns überlegt, dass wir den Bauern in der Region helfen wollen, da in den Supermärkten es inzwischen so großen Überfluss an verschiedenen Obstsorten gibt, die aber alle vom anderen Ende der Welt hierher geschickt werden, dass wir uns überlegt haben, wie können wir diesen Bauern helfen. Und deswegen haben wir dieses Konzept entwickelt, dass man halt mehr aus der Region kauft, da tut man was für die Umwelt und eben für die bessere Ernährung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und wir bedanken uns auch nochmal bei unseren Mentoren und vor allen Dingen beim FabLab, das uns sehr doll geholfen hat beim Ausschneiden ob es jetzt beim Ausschneiden der Box war oder beim Drucken der Scharniere. Danke.